Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch wunderprächtig. Ja, gar richtig nice. Heute gibt's Fizz und zwar spielen wir den Ultralodon Fizz oder so ähnlich. Das heißt, wir spielen ihn auch auf maximale Ultimate Cooldown. Ich meine, ich spiele Fizz sowieso meistens auf sehr viel CDR, aber normalerweise habe ich hier immer die Movement Speed Rune drin und hier das Ding nehme ich sowieso nicht mit. Das heißt, wir wollen natürlich möglichst viele Erdrachen sammeln. Wir wollen richtig viel Ultimate Cooldown zusammenkriegen. Auf Fizz hat man, naja, auf Fizz ist vielleicht nicht ganz so nützlich wie auf Talon. Aber wir gucken mal. Wir spielen gegen Orianna und ja, Leute, also fangen wir einmal an. Also, ich sag mal so, es sind Dinge passiert, von denen möchte ich nicht reden. Ich habe vielleicht versucht, auf Aufnahme zu klicken und habe aus Versehen geflasht. Ja, das heißt, wir haben keinen Flash, aber wer keinen Flash hat, Leute, ihr müsst euch den Vorteil merken. Das heißt nämlich, wenn wir jetzt schon geflasht haben, lädt sich schon unser zweiter Flash auf. Das heißt, wir haben unseren zweiten Flash vor ihrem zweiten Flash. Wie geil ist das denn? Oh, hier hinten ist Cinch-Dinger machen. Den könnte man töten, wenn Lee Sin dahin geht. Wenn die den Kill nicht kriegen, ist Lee Sin schuld. Okay. Oh Gott. Ja, wir haben Lee Sin im Team, Leute. Müssen wir mal sehen, wie das so funktioniert. Wir spielen gegen Orianna. Orianna ist auch maximal eklig. Also sie ist halt sehr stark im Early Game. Sie hat aber Teleport dabei. Ja. Hat allerdings auch eine Stopwatch. Stopwatch ist der Hardcounter gegen Fizz, Leute. Ja, Beziehungsweise auch Stundenglas. Ja, sie hat Teleport. Ist sehr geil. Allerdings hat sie Flask und Keks. Das heißt, ne, sehr schwer umzubringen. Und wir haben heute mal kein Pressy Attack dabei, sondern Electrocute. Das ist auch mal eine Änderung. So, ich würde jetzt mal gucken, ob wir mal so ein bisschen aggressiv. Sie denkt, sie könnte alles machen. Kann sie nicht. Kann sie nicht. Auto-Attack WE. Wow. Schöner Trade. Das war ein Scheißkanone. Aber es war ein schöner Trade. Allerdings, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben nicht genug Sustain. Und sie hat halt, wie gesagt, Teleport. Ist aber, naja, alles halb so wild. Ja, Lee Sin im Team, Leute, ist ein schwieriger Punkt. Müssen wir mal gucken, ob das was wird. Oder ob das nix wird. Wir können natürlich auch erstmal einfach farmen. Wäre potenziell die bessere Idee, weil shit. Weil sie ja eh irgendwann teleportiert und weggeht. Aber oft kann man die Gegner auch killen mit Teleport. Ne, der Gegner benutzt den wenn ihr auf der Lane sterbt mit Teleport ready, dann haben die irgendwas falsch gemacht. Ne? Der einzige Punkt, wo ich es verstehen kann, wenn beide Teleport haben. Aber selbst dann eigentlich nicht. So, okay. Ich würde trotzdem nochmal einen Punkt in die W machen, weil ich das echt gerne mache. So, wir haben noch einen Flaskpunkt. Wir warden mal gegen wessen? Ach, Kane Jungle. Kane ist nicht so gefährlich im Early Game. Guck mal, sie denkt wieder, sie könnte. Kann sie, Leute? Kann sie? Nein, kann sie nicht. Deswegen kriegt sie genau jetzt ein Engage. Auto-Attack, bam. Schöner Trade. Ja, ist okay. Ist okay, kann ich mitleben. Ich könnte re-engagen, aber machen wir nicht. Wir gehen dann jetzt im Shoppen. Wir haben Geld für Daxiel-Schuhe. Ist nett. Machen wir. Weil nette Sachen werden gemacht. Wave steht sehr gut. Und ja, sie wird eh halt bald teleportieren, deswegen passt das ganz gut, ne? Wir haben natürlich, jetzt müssen wir fairerweise sagen, nicht ganz so ein starkes Early Game, weil wir, ja, wir haben, also Hexflash, ich mag Hexflash, aber hat natürlich keinen direkten Effekt irgendwie. Und ja, hier, das ist nett, es ist nett, Leute, lasst es uns sagen, wie es ist nett, aber es ist jetzt nicht insane. Komm schon, ne, kriegen wir nicht, aber solange wir die XP kriegen, ist alles gut, haben wir bekommen. Perfekt, mehr wollte ich gar nicht. Mehr wollte ich gar nicht. Mehr wollte ich gar nicht. So, gut. Dann machen wir mal einen Punkt in die E rein. Also bei Fizz kann man EW, kann man skillen, wie man will im Prinzip. Eigentlich ist es halb gegart wie halb gekocht. Also du kannst halt die Nudeln warm kochen, du kannst sie aber auch kochen kalt. Gut, was hat sie? Sie hat Magieresistenz? Magieresistenz? Okay, wow. Hat sie auch Punkte im Schild, wäre die Frage, die wir uns hier fragen. Ich würde sagen, wir machen 6 und Roam. Magieresistenz? Wirklich so eine? Ich dachte, du wärst nicht so eine. Aber sie ist genau so eine. Leute, wenn euch irgendjemand mal sagt, ich bin nicht so eine oder so einer, dann sind es genau solche. Genau die sind es nämlich. Ja, wie lange werden wir Level 6 oder nicht? Sollen wir mal gucken, wie viel Damage wir machen, obwohl sie einen Magiemantel hat? Können wir, aber ich würde vielleicht meine Ressourcen auf Botlane investieren, da haben wir Nautilus, das ist ziemlich juicy. Ja, komm, ey, das ist eine Orianna. Das! Ha! Oh, sie hat ihr Dings auch gefailt, ihr Cordon Bleu. Ja, komm noch ein bisschen näher, komm noch ein bisschen näher. Oh, sie ist Level 6, das ist nicht gut. Oh, aber Ultimate gebaitet, oh, das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht, gib mir die Kanone.
Okay, da kommt aber Lee Swinger Boy. Da könnte man was machen. Oh, ich hab noch Electrocute, oder? Gut, nicht. Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Mach deinen Kick-Attackenschlag! Schön! Schön! Sie ist natürlich vor mir 6 geworden, weil sie Teleport hat. War nicht so gut von mir, aber das war natürlich alles ausgebaitet, weil ich wollte eine Situation erzeugen, wo der Jungler denkt, er könnte, aber er konnte gar nicht. Weil er es nicht konnte. Und dadurch konnten wir, nämlich, weil sie nicht konnten, eine Überhand-Situation erzeugen und den Dill umdrehen. Oh, sie hat jetzt, ja, jetzt teleportiert sie. Die Frage ist, ich muss jetzt shoppen. Leider steht die Wave nicht geil, aber ich muss. Weil... Ah, shit, so weit geht es nicht. Muss man, glaube ich, länger channeln. Gut. So, Items, 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 Items. Wir brauchen natürlich CDR. 40%. Cool, klar. Aber wir könnten mal Ultra Lodon spielen. Sollen wir? Ich bin am Überlegen, Leute. Podebelt ist schon ziemlich cool, aber... Wie wäre es, wenn wir nicht nur Ultra Lodon sagen, indem wir sehr viel Cooldown Reduction haben, sondern auch sehr viel AP? Das wäre auch cool, ne? Das heißt, wir könnten statt Revolver, der schon ziemlich geil ist, ja? Protobelt meine ich. Könnten wir Ludens bauen? Das Problem hier für Full AP Fizz machen wir, glaube ich, auch mal. Ja, es klingt jetzt so, hä, Tobi, baut man Fizz nicht immer auf Full AP? Nee, das ist ja das Ding. Bei Fizz baut man immer nur so Items. Stundenglas hat 80, Protobelt hat 60, Lichband hat 80. Das sind alles Items, wo du am Ende auf 400 AP kommst oder so. Bis ins Late Game hin. Und dann kommt irgendwann Rabadons und dann kannst du ein bisschen AP zusammenkriegen. Aber so richtig. So, wir haben jetzt Ultimate sie nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach Bord. Das sieht sehr gut aus. Wir schleichen uns runter. Naja, ich glaube aber in dieser Runde machen wir, dafür hätten wir die blauen Runen gebraucht. Hier mit Gathering und so. Gathering, guck mal, den diven wir jetzt. Den diven wir. Wenn die mit sich nicht töten lassen will und Fulltank geht mit ihrem Magiemantel, dann töten wir halt den da. Guten Tag. Guten Abend. Ja, war ein bisschen weird. Ja. Also ich akzeptiere. Also hätte in die Trousers gehen können, aber das ist gut hier okay gewesen. Schön. Okay, was kaufen wir? Wir kaufen dann jetzt einen Revolver, würde ich sagen. Und wir kaufen jetzt ein Mana-Kristall. So, gut. Gut. Wir haben ein bisschen weniger CS, aber sie hat auch Barriere, habe ich... Hä? Ach so, die hat das Buch! Ach so, aber die hat nur jetzt einmal Barriere. Ich weiß gar nicht, wie das Ding funktioniert. Ja, Minions sind wir ein bisschen down, aber Leute, das ist halt der Trade of Mark. Das ist halt der Dill. Und dafür hat sie halt keinen Impact und ist nur eine Mitte. Ne? Wir haben den mentalen Faktor. Das ist es halt. Gehst du Raum? Dafür haben wir einen Kill bekommen. Das ist ja okay, das gleicht das wieder aus. Und einen Assist haben wir auch. Wir könnten natürlich jetzt gucken, ob wir sie einmal töten. Das Problem ist, auf wann ist denn das Ding hier ready? 14. Minute. Was? Das ist das Spiel schon fast vorbei. Richtige Quatschrune, Leute. 14. Minute. Also, no joke, aber bei 14. Minute ist ganz oft das Game schon entschieden. Okay, lass uns mal gucken, ob wir... Ah, nee, wir warten. Wie lange hatten sie das? So lange, bis sie es benutzt, oder? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Aber sie hat wenig Mana. Was will sie machen? Komm, go. Auf geht's. Auf geht's. Ha! Batz. Batz. Ja, ich werde eventuell dabei sterben. Ah, okay, nee, dann doch nicht. Ist gut, dass sie es gemacht hat, aber wir könnten noch eine Re-Engage-Compilation machen. Das reicht nicht. Aber Flash bekommen! Flash bekommen! Ich hätte sie nicht mal gekillt, aber Flash bekommen! Mann, aber sie ist auch Full-Tank, no joke. Barriere, Stopwatch, Magiemantel, Flas, Kekse, Sacramento noch moi. Okay, wir haben Hex... Ah, sie ist schon Full-Life gleich wieder, ja, Leute. Ne, deswegen hier dann lieber Botlane ganken oder so. Das macht halt hier in der Mitte, das ist halt quatschig. Ne, das ist richtig quatschig. Aber eine Platte wäre schon cool. Könntest du bitte vor meiner Lane gehen? Der klaut mir XP. Ja, okay, Towerplate ist okay. Das... Ah, ne, okay. Ich akzeptiere, ich nehme alles zurück. You're welcome. You're welcome. Whoop, den könnten wir eigentlich one-shotten. Ja, der ist tot. Der ist tot. Das ist das Ding bei Kayn. Wenn man selber Kayn spielt, dann weiß man das einfach. Deswegen ist es gut, dass man jeden Champ einfach mal spielt. Kayn kann gar nichts, Leute. Kayn ist eine Vase. Also, Kayn im Early Game ist wirklich eine Katastrophe. So, das reicht. Mehr nicht. Wobei, gehen wir shoppen. Also, Kayn hat keine Passive. Wirklich keine im Early Game. Er hat nichts. Seine E macht gar nichts, außer nichts.
Und seine W macht überhaupt gar nichts, außer überhaupt gar nichts. Kane kann gar nichts im Early Game. Ne? So, gut. Salute. Einmal ein Salute, Rubizia. Schön, schön, schön. Gut, sieht doch schön aus. Und gut, unser Lee macht auch Dinge. Das finde ich gut. Ich bin zwar kein Lee-Fan, aber er macht Dinge. Er da links, man kann das hier sehen, Conqueror drin. Das heißt, er wird wahrscheinlich auf Dark hingehen. Ja, müssen wir gucken. Ich würde jetzt gerne Botlane gecken. Und die haben eine Ori Soracarella. Da müssen wir gleich auch mal gucken, ob wir Magie-Resistance ja kaufen. Ich würde eben eine durchpushen. So. Einmal durchputschen. Und dann shoppen. Shoppen, nicht shoppen. Roam. Roam. Wir könnten Kane töten. Allerdings ist Oleana auch unten. Wir könnten auch für Midlane gehen, aber ja, ich komme, bin unterwegs. Kane ist auch unten eventuell. Oder Kane macht gerade Blue Buff. Ne, Kane ist da. Ich bin unterwegs, Leute. I'm about. Ihr müsst aber auf Kane McSwain aufpassen. Foxy, helf ihm. Webedy, Webedy, Webedy. Shit, aber das ist gar nicht so schlecht. Das ist sogar sehr gut, würde ich sagen. So, wir wissen, was kann Kane gar nichts. Aber er hat gerade Conqueror Stacks und ich habe alles auf Cooldown. So, das ist ja nicht schlecht, würde ich sagen. Den könnten wir immer noch töten. Der kann nichts, Leute. Was kann er? Gar nichts. Guckt euch an. Was kann er? Er killt mich. Aber er kann, ich habe immer noch meine E. Das ist ja mein Hauptspell. Aber ja, okay, er kann schon ein bisschen mehr, aber shit. Okay, ja, okay, ich habe geflasht. Aber Leute, also ich hatte alles auf Cooldown. Was soll ich sagen? Ich habe meine E halt nicht benutzt. Das war mein Fehler. Ich habe ja alle Punkte im E. Und habe die nicht benutzt. Ich habe das, das liegt auch ein bisschen dran. Ich baue ja immer auf WMAX. Und ich war ehrlich gesagt gerade kurz überrascht, warum ich so wenig Schaden mache. Aber es lag natürlich offenkundig daran, dass meine Punkte in der E sind und ich die nicht benutzt hatte. So, gut. Infernal Drake wäre turbo geil. Wie viel Cooldown Reduction? 30%. Ultimate hat 57, Leute. Und wir sind gerade mal Stufe 9. 57. 57! Was brauchen wir noch? Wen töten? Singed und Soraka. Also einmal Toplane, der wird ja wohl killbar sein. Und Solaka. Solaka, Solaka, Solaka. Einmal bitte Solaka. Frisch und geribbel. Sollen wir sie mal töten jetzt? Oh, Solaka ult ist raus. Ich muss zum Team. Komm mal. Da ist Solaka. Komme, ich komme. Ja. No. Ja. Wow. One, I one-shotted this Soraka so hard. Oh, den Knecht können wir kriegen. Knecht Hubrecht. Wurf. Woo. Das ist meiner. Der auch. Brenn. Burn. Das reicht nicht. Da müssen wir follow-upen. Guten Tag. Was? Autotech. Schön. So, Babadi, Babadu, Babade. So, jetzt gehen wir auf Magic Ben. Ja, ich bin so, dass ich immer gerne für die Leute, die fragen. Hä, wo ist mein Geld? Oh, jetzt ist wieder da, wow. Hä, jetzt ist wieder weg und jetzt wieder da, ich wurde gescampt. Also, ich mag halt gerne Revolver und Toshin. Weil das, ja, so ist, ne. Hat halt mehr Power, wenn du... Protobell ist halt auch ein geiler Effekt, aber da hast du halt nur Leben. Du investierst 800 in Leben und hier investierst du nochmal 1000 in CDR und Damage. Und ja, also, ja gut, der Kristall hat auch CDR, aber halt, du kannst halt mehr Damage auf Schienen. Aber du hast natürlich den Protobell später ready und du bist weicher. Ne? Manchmal ist Leben ja auch, wir kennen ja Tank Design, manchmal ist mehr Leben besseres Leben. So, Singed müssen wir uns noch töten. Wenn wir Singed töten, da kommt ein Deleboard. Ich würde sagen, wir buschen eine durch. Wir könnten sie direkt... Hat sie Stundenglas? Hat sie noch? Hat sie noch? Will sie... Wo ist sie hin? Oh, sie hilft. Aber ich muss eben die Kanone, Leute. Komm, eine Kanone. Ich muss eben... Ah, ja, okay. Ja, ich wäre eh nicht rechtzeitig da gewesen. So. Wir killen jetzt einmal Singed eben. Guten Tag. Kann ich sie töten? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Ignite. Vielleicht. Er hat keine Ult, aber... Nee, ich brauche Singed. Ja. Lauf nach oben. Lauf nach oben. Scheiße, es war zu weit. Aber, ja, doch, shit. Den brauche ich. Ich brauche den. Ah, er hat seinen Propellerwurf angemacht. Kann ich den Blue Buff haben? Ja, die Ult war ein bisschen Kackendreck. Kackendriete-Dreck. Und hier kostet mich zu viel AP, den Blue Buff zu machen, glaube ich. Immer ein bisschen auf das Schienen warten. Dann habt ihr ein bisschen mehr Damage. Ja, das kostet mich zu viel AP. So, wir haben noch ein Flasko. Hä, warum habe ich denn so viel Geld? Habe ich irgendwann gekillt? Habe ich nicht gerade erst Schuhe gekauft? Oder sowas? Hä? Haben wir irgendwas gekillt? Türme? Ja, okay. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Drache. Oh, jetzt kommen Erdrachen. Wir brauchen die Erdrachen für Ultralodon, Megalodon. Ich habe leider kein Ultimate. Bin potenziell da, aber nur potenziell. Wir haben halt Soraka. Wir brauchen Anti-Heal. Jinx bei Exe. Naja, als Magier Executioners zu kaufen, ist natürlich nicht so einfach. Oh, den Tower können wir vielleicht ganz schnell kriegen. Können wir? Can we? Das First Tower ist es nicht, aber den nehme ich. Ein bisschen greedy, aber passt.
So, wir brauchen natürlich auch Morellos. Die Frage ist, brauchen wir Morellos jetzt? Das ist die Frage. Ja, wir brauchen auf jeden Fall hier Reduce, weil wir, ich würde sagen, wir bauen schon mal die Kugel einfach. Die bauen wir, weil die ist ja cool. Die Kugel ist cool. Wobei, die war mal cooler. Aber die hat ganz okayisch AP. Also eigentlich hat die echt voll die schlechten Werte, oder? Kann das mal zusammenrechnen? Man bezahlt für 15 Magic Pen. Bezahlt man, das Buch hat 20, das hier hat 200, man kriegt 50 HP und 15 Magic Pen für ungefähr 700 Gold. 800, 700 Gold. Bei Schuhe bezahlt man für 18 Magic Pen ja auch so 700, 800 Gold. Ne, dann kommt's hin, wenn Magic Pen ja wirklich so teuer ist, was ist das für Zeiten, dass es so teuer ist? Wo leben wir denn? Welcher mittelständische Assassine soll sich sowas leisten können? Mai, oh Mai, oh Mai. Okay. Gut. So, wir brauchen jetzt Zinch und Lolaka. Aber wir brauchen noch Stundenglas. Ich weiß nicht, vielleicht lassen wir das jetzt so, weil... Ne, ausgebaut finde ich es nicht so cool. Wir könnten vielleicht, falls sie oben helfen wollen, Orianna abfangen. Könnten wir machen. Allerdings hat sie eh Stopwatch, aber das muss ja irgendwann mal weg, ne? Guten Tag, einmal bitte. Die macht jetzt eh Stundenglas, aber ich glaube, es reicht trotzdem. Later! Babidi, babidi, babidi. Ehen to Protobell ist halt auch mega cool. Ich könnte auch Magize kaufen, oder? Was mit Magize, Leute? Magize, Stundenglas dann aber. Magize. Wir haben gut die 6 und stehen 8-0, sehe ich gerade. Irgendwie sieht's aber... Ich meine, okay, wir haben Kale. Also Kale ist halt gut hier im Late Game. Na, deswegen ist unser Late Game... Wir haben eigentlich ein echt gutes Team, möchte ich sagen, weil... Wir haben Champions, guck mal, der stirbt jetzt, der Knecht, Hubrecht. Wir haben Champions wie Fizz und Lee Sin, die komplett ins Early Game reinballern. Und dann haben wir Champions wie Kale und Jinx, die komplett das Late Game wegballern. Oh, schade, ich brauch Swings noch. Zinch. Go, jetzt. Jetzt. Wo ist mein Ult? Wieso ist sie da? Ich dachte, ich wäre auf ihn drauf. Sie wird sagen, wir machen Majors, aber ich würde gerne noch eine Stopwatch zusätzlich kaufen. Eide. Eide, die ist tot. Die ist tot. Eide. Einfach Eide, Leute. Hier, Drache, 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 Drache. Ich brauche den. Haben wir Lee Swing noch? Ist der hier? Leute, Drache, schnell. Jetzt. Jetzt können wir Drache machen. Go. Wenn die da den Nautilus chasen, kann man Dragon Max Wang machen. Wir haben nämlich jetzt einen Ultimate Cooldown von 45er. 45er, da gehen jetzt nochmal 10% runter. Aber ich glaube 10% vom Gesamtwert. Ne? Komm schon, schnell, schnell, schnell. Scheiße, ich bin hier in die Trappy Mac Traps. Ich habe jetzt leider nichts mehr, um hier rauszukommen. Aber ich glaube, es passt. So, jetzt haben wir 39er. Da kommen gleich nochmal 4% drauf. Und wir haben hier noch CDR. Guck mal, wir müssen... Magize, Ich mach erstmal, wir sind... Komm, lass uns erstmal Stopwatch bauen. Wir bauen Stopwatch aber so. Weil ich will mal jetzt meine CDR zusammenbekommen. Das ist der einzige Grund. Sonst hätte ich wahrscheinlich erst die Stopwatch gekauft. So, wir haben jetzt 34 Sekunden. Da geht aber noch was. Da kann man noch ein bisschen rauskitzeln. 34. Na, da, also die CDR haben wir jetzt aber voll. Da kommen jetzt mit den nächsten Level die nächsten 3% noch drauf. Die sind quasi per House Delivery. Deliveration. Zack. So, unten ist Jin McWin. Den können wir nehmen. Ah, ich brauche noch Swinged. Singed. Ah, der steht so out of position. Da muss ich einfach vorbeikommen. Ich muss. I cannot say no. They cannot say no when they get ulted. Und BÄM! So, ja, da wäre natürlich Major ist cool gewesen, aber kann ja keine Ahnung. So, gehen wir Singed holen. Eigentlich war Protobelt dazu benutzen, scheiße, weil jetzt habe ich es auf Cooldown. Ich hätte ihn mit allem anderen killen können, aber es war wenigstens lustig. Ich komme, bin unterwegs, aber ja, vielleicht nicht ganz so geil hier. Singed hat noch Ult, oder hat er nicht? Weiß nicht, muss ich aufpassen, nicht? Ah, nee, er geht nach oben. So, wen muss ich jetzt Soraka? Nee, Singed. Mann, Singed, den kann man nicht töten. Der ist halt Singed. Ich komme. Komme. Coming for Christmas. Kann man ihn töten? Der hat doch jetzt keine Ultimate mehr. Hat der Magier Sense? Nein. Ich glaube, er ist nicht so unkillbar, wie er denkt, wie er wäre. Deswegen töten wir ihn jetzt. Guten Tag, einmal bitte und direkt igniten, damit er nicht irgendwelche Heal-Spielchen macht. Guck mal, das ist ja free, Alter. Easiest champ of my life. So.
Dann machen wir jetzt... Guck mal, die haben voll das Heal-Team. Singed, Kane, Soraka. Dann machen wir jetzt erstmal eben Magi's. So, schön. Und jetzt brauchen wir aber eine Stopwatch noch. Ist ein bisschen schlecht eigentlich. Weil Magi's Stopwatch wäre halt gut. Gut, so. CDR 31. Einmal kriegen wir noch CDR drauf. Und noch Level 16. Falls es so weit geht, ist die Frage do. Do, do, do. Weil bisher sieht's, ne, 18-8. Die haben ein gutes Team, die Gegner. Die haben ein starkes Team, aber kann ja sein, dass deren Wille irgendwie fortgeht, weil die denken, wow, dieser Fist, der roamt den ganzen Zeit, der ist so gut und unsere Rihanna macht gar nichts. Komme, bin unterwegs. Coming for Christmas. Müssen aber aufpassen, wir sind jetzt ein Magi-Spieler, Leute. Ich meine, Klaas Morellos. Klaas Morellos, mega geil. Ich komme, naja, ich kam nicht weit genug, aber der ist tot. Stacks, 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 ich nehme diese Stacks. Na, 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 na. Also der Flash war, ja, ich kam nicht rüber, vielleicht hätte ich einfach nicht flashen sollen, aber egal, also das war jetzt nicht unbedingt ein Fail-Flash, dass ich gegen die Wand geflasht bin, sondern ich kam einfach nicht weit genug. Also ich glaube nicht, ich war ja irgendwie hier, da hätte man, so weit kommt man, glaube ich. Ich glaube, man, also, schon, ich glaube, das ist nicht möglich gewesen. Also deswegen hätte ich es mir vielleicht sparen sollen, aber ich bin auch wenigstens ein bisschen nach oben geflasht. Also, wow, Ultimate schon wieder ready. Wahnsinn, wir haben Ultralodon. Oh, sie hat den... Ja, go, Abfahrt. Durchfahrt. Mach dein Ult. Hua. Pranked. Leute, ich muss aber... Also ja, also ich würde gerne... Also ich brauche Mana und ich brauche Stopwatch. Kann ich ein bisschen... 2K brauchen wir dann. 2K, ich gehe Toplane fahren. Toplane. Wir brauchen hier auch Level 16 und den Airdrake. Mr. McAirdrake. Swap. Swap, 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 swap. So, Level 14. 2 Level to go, sagt man auch bei uns im Fachjargon. Im Fachjargon. Swap. So, 2K. 200 Gold noch. Hm. Kann ich hier oben farmen? Ich habe halt kein Mana. Ich komme im Zweifel nicht weg. Im Zweifel, I'm not... Leute, der Vorteil an unserer Ultimate-Skillung ist folgendes. Dass wir... das hier machen können. Feuer! Und der, okay, ich kriege. Ja, okay, ja, wir haben 3 Minions bekommen, Leute. Lass mal jetzt kein Auge. Don't interrupt me, please. You don't? Okay, sehr gut. Mir fehlen halt immer noch Geld, aber das war mir jetzt zu gefährlich. So, und das Gute ist, wir haben die Ultimate gleich wieder ready. Wir sind der immer ultne Ulti-Tobi. Fisch-Lodon. Fisch-Lodon, Tobi-Lodon. Ultra-Lodon. Jetzt können wir das genau nochmal machen. Oh shit, der Erdrache kommt, den brauchen wir. Ich sollte da hin, aber ich brauche meine... Ich brauche... Das schafft ihr, glaube ich, ohne meine Hilfe, oder? Feuer! Na, jetzt können wir schön jungeln mit Ultimate. Ist das geil oder ist das geil? Drache haben wir jetzt. So, und wir haben auch Stundenglas. Jetzt machen wir Morellos, Lichbane, verkaufen Magi's, weil wir sterben, in Turabadons und dann, ja. So ist ungefähr der Plan. Zack. Schön! Wie viel Cooldown? 26! Woo! Alter, wie viel geht denn da runter auf Level 16? Kann man das sehen? Da gehen auf 21 Sekunden, 22 geht das runter. 22, Leute, imagine. 22 Sekunden. Imagine. 22. Sacramento, no moi. 22 Sekunden. Ich bin der immer... Ne, ich kann jetzt meinen Ult halt zum Poken benutzen. Feuer! Haben wir irgendwas? Da oben ist Jinam. Okay, ich habe jetzt Stopwatch. Das heißt, wir können Greedy Sweetie spielen. Müssen hier ein bisschen auf den Boy da aufpassen. Ignite ist drauf. Immer direkt sofort igniten hier den Brody. Schön, schön. Stundenglas. Ich hätte vielleicht ehen sollen. Aber, naja. So, jetzt können wir wieder ulten. Ah, vielleicht gewinnen wir auch einfach. Guten Tag. Einmal dich, bitte. Dankeschön. So, Orianna. Orianna. Wap! Guten Tag. Na, ja, okay. Ja, ja, akzeptiere ich. Akzeptiere ich. Oh, der lebt ja immer noch. Guten Tag. Dich akzeptiere ich auch. Meiner. Web. Web, 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 web. Miep, miep. Web, web. Guck, seht ihr das, Leute? Ich habe ein voll gestacktes Magi's und habe 350 AP. Das ist, wovon ich rede. Okay, ich meine, wir haben gerade mal Minute 25. Aber normalerweise, ich bin ja gigafett. 15-0. Wäre ich nicht so gigafett, wäre ich normal, sagen wir mal so 6-0, was schon ziemlich fett wäre. Sagen wir, es wäre ein normales Game. Ich würde... 4-0 stehen. Dann hätte ich jetzt 220 AP. Ja? Und deswegen meine ich, müssen wir mal Fizz auf Full AP spielen. Weil diese Ultimate hat ein Scaling von 120%, Leute. Das ist insane viel. Die E hat 75, das ist okay. Das ist okay, hat aber sehr viel Base Damage, muss man sagen.
Die W ist... Das glaube ich, die W ist sogar ziemlich gut. Die hat auf Aktivierung 50% und jeder Tick hat 35%. Und es tickt ja 2-3 Mal. Die W macht also auf jeden Fall richtig Damage. Und die Q hat... Ja, die Q ist komplett kacke. Und die Passive? Ah, die Passive macht nur so komisches 1% Scaling. So, ich habe jetzt natürlich diese Point. Oh, wir könnten den Jumping Point in die Mitte machen. Guten Tag, einmal den fliegenden Tornado Holländer. Where? Nein, der Minion ist gestorben. Ich wollte über den Minion springen und der ist von Super Minion oder so gekillt worden. Wow. Wow. Okay, wir warten einfach hier. Wir warten einfach hier. Um die Ecke. Ich würde aber nicht so gern für Cinch gehen. Würde es aber machen, falls... Ja, mein Gott. Ja, okay. Ja, es hat keinen Cooldown, Leute. Den würde ich auch nicht töten. Wir warten aufs Team. Wir wollen nicht thrown. Lass mal nicht thrown. Wir warten aufs Team. Wir machen jetzt... Vor allem das Gute ist jetzt, ich habe einen Airdrake. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ulte, werde ich auch schneller. Und ich ulte einfach nonstop. Web. Web, web, web. Passt auf, Leute. Ich zeige euch Trick 141. Guten Tag. Oh, shit. Ja, okay. Ja, nee. Ich akzeptiere. War eine coole Idee. Aber so, ja, Leute, also das kann man gar nicht jetzt. Ja, also, manchmal muss man auch mal ein bisschen was versuchen, ne? So, gut. Wir müssen auch mal machen, wo ich jede Ultimate treffe. Das sind ziemlich viele, so 90% aller Ultimates. In dieser Runde nicht, weil in dieser Runde habe ich so wenig Cooldown, dass ich das Ding einfach nonstop werfen kann. Na, wir gehen jetzt hier oben hin und werfen den Fisch. Ah, hat geflasht. Schack. Schacke Blatt. Guten Tag, einmal. Brett. No, 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 no. Brenn! Brenn! Burn! Ich will. Ich will! Zell! Ja! Nein, nein! Ich bin ein Mann! Ein Fisch, meine ich. Fischlichkeitssprung. Ah! Fischsprung! Wow. Ah, ich würde nochmal hingehen. Hier, Ultimate. Ja, okay, schön. Woo! Schön! Fand ich okay, war schön. So, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Merci beaucoup, welcome und smelcome. Tschüss. Later, Tschowski, Markowski. Wie viel standen wir jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung. Bis dann, Antenne.